Oma ist? Der scheint Flammen zu schmeißen, würde ich jetzt mal so tippen. Da gucken wir uns das mal ein bisschen an. Das riecht auch. Riechst du das schon? Unverbrannter Sprit. Ja, da kommt nicht was. Da kommt was. Und gut hart ist er auch. Und er hat sehr große Reifen, was eigentlich immer auf große Bremse deuten lässt. Aber es hat nicht so viel Druck an der Kette. Oder er fährt langsam. Ja, aber ich muss jetzt schon voll draufstehen, wenn ich hinterher fahren will. Dann ist es schnell. E30 ist normal nicht so schnell. Also, das ist ja definitiv kein M, das sieht man ja sehr eindeutig. Spannend. Er hat auch richtig Stotz vorne. Mein lieber Herr Gesangsverein. Siehst du das? Leck mich am Arsch, der fährt richtig Stotz. Sicher, ne? Ja, und ja. Vor allen Dingen hättest du dann eigentlich hier erst anfangen können zu schwenken, sage ich mal. Guck, hier fährt er schon ran. Scherweise nicht. Alles der Camaro tatsächlich, aber das ist ja jetzt... Das Forst hätte man ja noch durchknallen können, oder was sagst du? Ja. Weil der steht ja echt... recht safe an einer Stelle, die nicht so gefährlich ist. Aber gut, besser Vorsicht wie Nachsicht. Man hat ja schon oft genug geklappt in der letzten Zeit.
ich finde gerade unten die Einfahrtbreite, die erste links hat er noch so ein bisschen nach außen geschoben, aber nur so minimal. Hier merkst du es auch so ein bisschen beim Reingehen und dann kommt es schön raus. Also eben, was ich meinte, ich in einiger Kurveneingang kannst du das Auto zu überfahren ein bisschen. Das hörst du dann auch, wenn der Reifen so anfängt zu rutschen, ein bisschen, ein kleines bisschen, ne? Genau.